Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe von Philipp so ein bisschen was erzählt bekommen. Polizei stürmt meine Wohnung. Boah, dann natürlich. Dauert ja ewig lang, das sich jetzt anzugucken, Leute. Wir gucken ganz kurz rein, wir skippen durch. Ich habe echt keinen Bock mehr, das komplette Video anzuschauen, weil ich kann Standards gefressen nicht sehen. Ich fand es immer gut, wo die Facecam hier hat, Alter. Philipp, du bist wirklich einer der unsympathischsten Hessi. Ich mag dich echt gerne, Bro. Du bist der tollste Mann, wirklich. Du bist super, aber nur, weil du ein paar Views hast. Skill ist am Start heute mit einem neuen Video und zwar einige von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, nämlich direkt nachdem es passiert ist am Donnerstag habe ich das Ganze auch auf Instagram veröffentlicht. Jetzt ist es natürlich meine Schuld, dass dementsprechend sehr, sehr viele Gerüchte gestreut worden sind, viele Fragen im Raum stehen, mit denen ich jetzt einfach aufräumen möchte und euch erklären will, was dort passiert ist. Wundert mich echt, dass er so einen langen Satz ohne Fehler hinbekommen hat. Philipp, Grüße geht raus an der Stelle. Wirklich, da hat der Logopäde sich gelohnt. Die es nicht mitbekommen haben, und zwar am Donnerstag um 7 Uhr. Auch an der Stelle hier, Raumschiff Enterprise lässt grüßen. Ich meine, ich brauche auch 7 Bildschirme, damit ich 7 verschiedene Pornos gleichzeitig gucken kann. Warum auch nicht? Ich meine, ganz ehrlich, wenn gewichst wird, dann aber richtig. Wurden 3 Objekte von mir von der Polizei gestürmt, kann man schon fast sagen. Monte nennt mich Immobilienmillionär Philipp, 3 Objekte. Mhm. Die Türen wurden gewaltsam geöffnet. So dazu kommen wir aber noch später. So krank, ein Mitarbeiter von mir wurde sogar fixiert, einige Arbeitsutensilien wurden mitgenommen und zufolge hat das Ganze jetzt, dass der Betrieb seit Donnerstag zu ist, niemand mehr dort arbeitet aktuell, beziehungsweise Arbeit nicht möglich ist und ein Mitarbeiter krankgeschrieben ist und sich sogar überlegt, bei mir zu kündigen, was ich an dieser Stelle sehr schade finde. Krass. Ich hoffe, dass ich das alles jetzt noch klären kann in den nächsten Tagen. Übrigens, das hat das Ding. Stellt euch mal vor, es kommt die Polizei bei euch reingejumpt, Alter, ihr habt nichts verbrochen. Und euer komplettes Business und alles, was ihr euch aufgebaut habt, wird einfach hops genommen wegen irgendeiner dummen Anschuldigung. Ich weiß so als Hintergrund schon mal für die Leute, die das jetzt gerade das erste Mal sehen. Ich weiß schon ungefähr, worum es geht, weil Philipp mir das erzählt hat. Ich weiß nicht genau, wie er jetzt darauf eingeht, aber geisteskrank, dass da sowas passiert ist, Mann. Richtig, richtig crazy, Mann. Wir befinden uns hier in einem laufenden Verfahren. Deswegen, falls ich auf einige Sachen nur schwammig antworte, dann hat es seinen Grund, Leute. Ich habe das hier mit meinem Anwalt abgesprochen, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf. Das hat natürlich dann für mich auch rechtliche Konsequenzen, wenn ich mich hier zu weit aus dem Fenster lehne. Deswegen habe dazu ein bisschen Verständnis, sobald es möglich ist, alle Fragen zu beantworten, werde ich es dementsprechend auch machen. So crazy, Mann. Um euch das Ganze zu erklären, was hier überhaupt passiert ist, muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, YouTube mache ich jetzt insgesamt 7 bis 8 Jahre. Den Standard-Skill-Kanal, mein Hauptkanal, mache ich jetzt seit 2013 und mir ist in der Zeit aufgefallen, umso bekannter, umso erfolgreicher du wirst, umso mehr probieren die Leute einfach Steine in den Weg zu legen. Ich habe das nie so... Kann ich wirklich nur beipflichten, Leute. Ist die ganze Zeit so. Wenn man so, also tatsächlich so übermäßig erfolgreich ist, wie Philipp das jetzt zum Beispiel gewesen ist und so polarisiert auch durch Fortnite, GTA-Songs und sowas und so weiter und so fort, da auch ein bisschen Angriffsfläche. Es gibt immer Leute, die dir ans Bein pissen wollen, Mann. Es gibt immer Leute, die legen alles, was du sagst, die Goldwaage. Digga, es ist kompletter Kopfhick manchmal, wirklich. Also das ist natürlich kein Vergleich zu mir, Philipp. Ich bin deutlich erfolgreicher als du, also in allen Breiten und Längengraden. Aber Joke beiseite, kann ich voll fühlen, was er sagt. Öffentlich gemacht, wollte das auch nie in die Öffentlichkeit ziehen, gut. Aber jetzt ist es hier, aber dann guckt sie doch einfach nicht. Aber kommen wir erstmal zu 2016, 2017, wo ich denke, wo das alles so ein bisschen angefangen hat. Und zwar, als ich mein erstes Geld mit YouTube mir zusammengespart hatte, habe ich mir ein neues Auto gekauft. Mhm. Und zwar ein C63 AMG war das gewesen. Stark, den kann man sich auch leasen. Just saying, Bro, habe ich auch gemacht. Viele werden sich jetzt fragen, warum ich das hier so erwähne. Und zwar, als ich das Auto bekommen hatte, ich wohne in einer relativ kleinen Stadt. Ich hatte da zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht so viele Abonnenten gehabt. Also dementsprechend hat sich mein Bekanntheitsgrad in Grenzen gehalten. Und die Leute hier in der Stadt wussten gar nicht so richtig, was ich überhaupt mache. Die haben nur gesehen, okay, da fährt ein 22-jähriger Bengel mit einem sehr, sehr... So oft schon gehabt, Mann. Leute halten mich an, Alter. Oder kommen an der Tankstelle zu mir. Typ in der Tankstelle sagt, ich so, yo, Säule 4. Er sagt, ja, der hässliche Mercedes da vorne. Ich sag so, Bro, ich finde den nicht hässlich. Er so, ja, muss ja jeder selber wissen, ob man sich von Papa so ein Drecksauto nimmt. Ich finde den super hässlich. Dann habe ich ihn nur angeguckt und meinte so, Bro, ich find's auch so hässlich, jeden Tag hinter dieser scheiß Theke hier zu stehen. Und dann hat er die Fresse gehalten. Es gibt so oft Leute, Mann, die einem wirklich nichts gönnen. Die einfach nur anpissen. Die sagen, das alles ist von deinem Vater. Du hast es dir nicht selber verdient. Bla, 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 bla. So, und ich kann so ein bisschen fühlen, was Philipp gerade meint, gerade in der Kleinstadt, Leute, wo man so unter sich ist, Mann, ist das wirklich insane eklig. So, ich fahre auch momentan ein GT63 AMG S, so no flex intended, alles cool. In Köln ist das aber normal, wisst ihr, was ich meine? So, in Köln gibt es viele solche Autos, aber Philipp ist in so einer Kleinstadt irgendwo
wo halt wahrscheinlich Philipp der Einzige ist mit so einer krassen Karre. Und natürlich machen Leute Auge. Deutschland ist Augenland. Alle Leute sind hier Augenärzte und gucken nur, was der Nachbar hat und schauen, yo, ich habe auch gehört, der Nachbar hier, der schlägt seine Frau. So ein Bullshit, wisst ihr, was ich meine? Also wirklich komplett insane und ich kann echt gut nachvollziehen, was Philipp da sagt, Alter. Der coolen Auto rum und das muss automatisch ein Drogendealer sein. Also wenn du mit 22 so... Real Talk, ich bin von einem... ich bin auch mal auf sowas angesprochen worden, so low-key von einem Nachbarn tatsächlich, weil er dachte, weil ich so oft mein Auto wechsle, ich habe ein VIP-Leasing, da wechselt das Auto jedes halbe Jahr, mich mal angefragt hat, ob ich irgendwas verkaufen würde, weil wir auch in Köln in der Gegend wohnen, wo halt sehr viel Drogen genommen werden, das ist halt eine Stadt so, ja, da ist halt einfach sehr viel Drogenkonsum so, wohnen relativ zentral und ein Nachbar hat mich da auch schon mal so low-key drauf angesprochen, wisst ihr, was ich meine? So, und ich so, Digga, ich sehe aus wie ein Allmann, Alter, wenn ich eine Droge verkaufe, mir wird in den Kopf geschossen. Wenn du Auto fährst, bist du Drogendealer, so hat es zumindest ausgesehen für mich, ich habe das aus sehr, sehr vielen Richtungen gehört, dass die Leute so über mich gedacht haben. No front, Philipp, aber du siehst aus wie ein Drogendealer. Oft haben mir meine Eltern erzählt, was andere so über mich denken, was mich aber nie interessiert hat, Leute. Ich habe schon immer mein Ding durchgezogen und habe nie irgendwie mich aufhalten lassen von irgendwelchen negativen Vibes und habe das eigentlich alles immer, habe drüber gelacht, habe mich drüber lustig gemacht, aber seit Donnerstag finde ich das alles gar nicht mehr so lustig. Da gab es unter anderem auch einen Vorfall hier in der Stadt, als ich halt, ich habe ja dann auch die Autos gewechselt, hatte auch ab und zu mal ein anderes Auto gehabt und da hat es dann auf einmal angefangen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt drehen die Leute durch. Mhm. Ist das nur wegen diesem materiellen Ding, weil ich jetzt ein schönes Auto habe, weil mir das nicht gegönnt wird? So hatte ich zumindest die Vermutung gehabt, da gab es wirklich eine Frau. Ich glaube, dass, oder ich bin mir sicher, dass sie eine psychisches Problem hatte. Das ist kein Spaß, was ich hier erzähle. Diese Frau, wenn sie mich gesehen hat in dem Auto, hat sie auf der Straße gestanden, hat geschrien, da fährt der Drogendealer! Ruft die Polizei, nimmt den fest, der Drogendealer fährt wieder durch die Stadt. Was, Alter? Junge, holy shit, Digga, das ist ja nochmal komplett insane. Wahrscheinlich die Frau bis oben hin auf Crystal Meth zugeballert. Ja, moin an der Stelle. Philipp, ihr wahrscheinlich irgendwann gesagt, ich verkaufe nicht, lassen Sie mich in Ruhe, hören Sie auf, mir nachzustellen. Die Frau immer, gib mir Drogen, Drogendealer, gib mir Drogen, Drogendealer. Digga, komplett insane, Alter, ja moin, also ich bin in Köln crazy people gewohnt, aber das, doppelt und dreifach ab dafür. Das ist kein Spaß. Das hat die zwei, dreimal gemacht, ich habe das ignoriert, ich habe drüber gelacht, teilweise mit Kollegen im Auto, wir haben uns drüber lustig gemacht. Ja, safe, man nimmt sowas ja nicht dann ernst. Dann kam es bei den, ich weiß nicht, irgendwann hat sie dann richtig übertrieben. Ich bin so einer 30er-Strecke lang gefahren, unten am See bei uns. Und da hat sie sich auf einmal, ist sie vor meinem Auto gesprungen und hat geschrien, du Drogendealer, dich bringe ich in den Knast. Und ich dachte mir, what the fuck? Was ist denn jetzt los? Digga, ich will gar keinen Stress hier. Lass mich mal in Ruhe. Und dann bin ich aber auch... Das Ding ist auch, Leute, wenn man einen Drogendealer ansieht, dass er Drogendealer ist, dann ist er ein echt scheiß Drogendealer, muss man einfach mal sagen. Die meisten Drogendealer... sehe nicht aus wie Drogendealer. Philipp sieht aus wie ein Drogendealer, ist kein Drogendealer. Mein Fuck. Ausgestiegen und wollte einfach... Ich habe keine Ahnung, wie ein Drogendealer aussieht. Ich habe noch nie einen gesehen. Bitte fragt mich nicht. Man hat einfach gemerkt, okay, reden ist hier nicht möglich. Der hat einfach nur rumgeschrien die ganze Zeit. Du Hartz-IV-Empfänger und hat mich beleidigt. Und ich habe aber nicht drauf reagiert. Habe dementsprechend dann die Polizei gerufen, weil ich mir das einfach Alter? Zu bunt wurde. Und die Polizei hat jedenfalls mit der Frau dann geredet. Und man hat auch schon gemerkt, die Frau hat selbst die Polizisten angeschrien. Also da war irgendwie was nicht in Ordnung bei ihr. Was mir dann auch später die Polizisten bestätigt haben, dass da irgendwie was nicht rund läuft. Ja. Ich wollte dann auch zivilrechtlich gegen diese Frau vorgehen, dass sie das einfach unterlässt, in der Öffentlichkeit so über mich zu reden. Habe ich dann aber auch, was ich jetzt vielleicht auch ein bisschen bereue. Torte, Jesse, Danica, Lucy, Erik, habe ich dann nicht gemacht. Leonie, das war so ein Fall Danny, gewesen und dann und Reds, muss man auch sagen, der Höhepunkt, würde ich jetzt sagen, war eigentlich das gewesen, wo ich mein Lamborghini bekommen habe und ja, deswegen Junge. Hatte ich auch diese Augenärzte, alles Augenärzte, geladen, alles, wo ich so ein bisschen Digga, auf diese alles Augenärzte, so eine Pupille am rausfahren und dann sagen, ja, das kann nicht legal sein. Junge Menschen dürfen nicht erfolgreich sein. Wenn der 50 ist, dann darf der so ein Auto fahren, aber nicht als junger Mensch, das ist nicht in Ordnung. Der dreht Drogen oder verkauft Kinder. Materiellen Dinge angespielt habe, ich wollte mich damit nicht irgendwie profilieren oder sonst was, aber es ist wirklich so, Leute, sobald du als junger Mensch ein dickes Auto oder ein schönes Auto in Deutschland fährst, ja, ist so. Muss ich ehrlich sagen, ist so. Hast du dieses Auto nicht legal verdient, du hast dieses Auto über illegalen Wege beschaffen. So ist es zumindest hier in meiner Stadt gewesen. Sehr, sehr viele Leute haben gesagt, boah, der muss ja so viel Drogen verkaufen, bei dem muss ja richtig laufen. Und die hatten gar keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Haben auch nie mit mir geredet oder sonst was ich natürlich schade finde. Aber gut, okay, wäre auch wahrscheinlich ein bisschen komisch gewesen. Die kommen zu mir und fragen mich, sag mal, genauso mir passiert, no joke, genauso mir passiert. Bist du ein Drogendealer?
Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen komisch gewesen, aber dass die Leute einfach nicht mal dahinter gucken, was die Person macht und mich einfach so... Real Talk, hier muss ich mal kurz eine Lanze brechen an der Stelle. Lull, Alman-Joke, Alman-Move. Ganz oft sind es wirklich tatsächlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, Deutsche, die Auge machen und die Pupille rausfahren, Alter, und auf anders Krampf an dich ranzoomen und sagen, Bruder, da stimmt was nicht. Leute mit Migrationshintergrund, alles, gerade Leute aus dem arabischen Raum, immer super korrekt, die sagen, Digga, ich freue mich für dein Auto, drück mal Gas, ey. Korrekt, was du für eine Karre fährst, immer viel, 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 viel korrekter als Deutsche. Deutsche, die immer die Allmanns, ich schwör's euch Leute, ich bin selber einer, die Allmanns immer plus eins. Moment mal, der fährt ein Auto und ich fahr nicht so ein Auto. Drogendealer oder Kinderhändler, eins von beiden muss er sein. So oft schon mitbekommen, Digga, wirklich. Also so oft schon mitbekommen, das ist einfach so, dass, glaube ich, einfach unsere Allmann-Natur, unsere Allmann-Gene, da ist irgendwo dieses Paragraphenzeichen in unserem Genstrang, ist dieses Paragraphenzeichen drin und wenn irgendeinem was nicht passt, dann wird sofort angezeigt oder Stress gemacht, Alter. Digga, ich sag's. Alle anderen Nationen sagen, korrekt, dass du so ein Auto fährst, cool, wo hast du das her, erzähl mir deine Story, Allmanns, direkt Paragraphenzeichen, Glühbirne geht an im Kopf. Drogendealer. Jetzt komm, schön knascht. Ich kann Philipp da voll verstehen, Mann. Keine Ahnung, so ausgrenzend teilweise wirklich war es ja, so gewesen, ja, fand ja, voll, ich voll, sehr, voll. Sehr schade. Aber gut, damit... musste ich irgendwie umgehen. Ich bin ja eine Person des öffentlichen Lebens. Man muss nicht alles akzeptieren, aber ich bin grundsätzlich, habe ich es einfach ignoriert. Ja, ne? voll, verstehe ich, Mann. Die Leute haben gesehen, der fährt Lamborghini, Drogendealer. In der Zwischenzeit habe ich dann auch noch zusätzlich ein kleines Startup hier in meiner Stadt gegründet, wo ich einigen Leuten einen Arbeitsplatz geschenkt habe und die dann für mich gearbeitet haben. Viele Leute werden es wahrscheinlich auch kennen. Nämlich darüber habe ich mein Merch verkauft, meine Adventskalender und unter anderem die Dogtags. Und ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht. Ich habe wirklich super Mitarbeiter, also Grüße nochmal an euch da raus. Ich habe eigentlich immer nur geguckt, ob wir im Plus sind, ob wir Umsatz machen und ob wir Geld verdienen. Das war meine einzige Aufgabe, die ich sozusagen hatte, weil ich auch andersweitig sehr, sehr viel zu tun hatte. Habe ich wirklich den Jungs das komplette Zepter überlassen, habe gesagt, hier, ihr macht und ich guck, ob es läuft. Und lief sehr gut, muss man an dieser Stelle sagen. Cool. Und mehr hatte ich eigentlich mit der Firma auch gar nicht zu tun gehabt, aber ich glaube, die Leute oder teilweise die Leute haben damit gedacht, dass ich damit... Ja, ist ja das riesige Warenhaus, da können ja keine T-Shirts oder so verkauft werden für Fortnite-Fans, die 12 sind. Nee, da muss Crystal Meth an zahnlose Penner verkauft werden. Digga, was die Leute in ihrem Kopf manchmal zusammenreimen, wenn sie Langeweile haben. Es gibt einen Song von den Ärzten, wie heißt denn der nochmal? Lass die Leute reden. Genau das ist das Prinzip, Leute. Lass die Leute reden. Die reimen sich in ihrem kranken Kopf alles zusammen, Mann. Das ist so unangenehm. Die müssen so viel Langeweile haben. Die sitzen den ganzen Tag auf ihrem scheiß Balkon mit einer Tasse Kaffee, Alter, mit so Karo-Aufbrüll-Kaffee, der so richtig scheiße schmeckt, wo man sich den Mund dran verbrennt mit so kochendem Wasser. Rauchen die Billo-Kippen vom Aldi, Alter. Sitzen auf dem Balkon und denken sich die ganze Zeit, naja, da habe ich immer, hab schon immer mal gedacht, mein Nachbar, der ist seltsam. Der ist ganz, ganz seltsam. Der Typ, der muss irgendwie... Junge, könnte ich kotzen, Alter. Ich verstehe Philipp so sehr, Mann. Jetzt auch noch mehr meine krummen Geschäfte ausbaue. So war es zumindest hier in der Stadt das Thema gewesen, als ich diese Firma aufgemacht habe. Und das hat jetzt auch den ganzen Grund für die Hausdurchsuchung gehabt. Junge, nämlich, so krank. Jetzt haltet euch fest, ich habe es sehr oft gelesen in den Kommentaren. Viele Leute mit ihren Halbwissen haben darüber geredet. Es gibt ja nicht einfach so eine Hausdurchsuchung, ja, eben. Es braucht sondern Besuch, es muss ja einen Verdacht geben. Und bis Donnerstag dachte ich wirklich, die Polizei und die Justiz wird ja auch erstmal ermitteln bei irgendjemanden. Die werden nicht einfach so eine Hausdurchsuchung machen, auf Grundlage von irgendwelchen Aussagen, die sie mal irgendwie in der Stadt gehört haben, ne? Das ist aber das Ding, wenn sich die Nachbarn alle einen Film fahren und sagen, doch, der ist das, dann müssen die durchsuchen, klar. Und jetzt werde ich euch sagen, wieso das Ganze passiert ist. Haltet euch fest, schnallt euch bitte an. Angeschnallt? Ich habe wirklich maximal den ganzen Glauben verloren. Ich will auch nicht, dass ihr... Die Polizei macht ihre Arbeit, alle machen ihre Arbeit, Leute. Ihr könnt eure ganzen ACAB-Sachen könnt ihr sein lassen, will ich gar nicht lesen, werde ich alles unten aus den Kommentaren löschen. Aber ich, für meinen gesunden Menschenverstand, zweifle das an, ob das alles wirklich so sein musste. Jedenfalls auf Grundlage einer einzelnen Person, krass, die ausgesagt hat, dass ich bei meiner Firma, wo ich Merch verkaufe, also falls ihr da mal bestellt habt, könnt ihr ja mal gerne eure Erfahrung berichten, was ihr denn geliefert bekommen habt.
12-Jähriger schreibt, Kommentarrezension, hey Standardskill, cooles Fortnite-T-Shirt, leider habe ich jetzt das dazugestellte Koks nicht bekommen. Vielleicht nochmal ein Retour eventuell oder sowas. Verkaufe ich über meine Firma Drogen. Genau. Ja. Daraufhin gab es Hausdurchsuchungen. So krank, Mann, dass das rechtens ist. Die so jetzt krank. Am Donnerstag stattgefunden so haben. Wie crazy. Jetzt die Hausdurchsuchung abgelaufen ist, interessiert euch wahrscheinlich auch. Und zwar insgesamt ja in 3 Objekten sozusagen hat das Ganze stattgefunden. Einmal eine private Anschrift, wo ich aber nicht anwesend gewesen bin, weil ich hatte nämlich in der Nacht davor bis 4 oder 5 war ich wach gewesen und habe noch ein Video geschnitten gehabt und habe mich dann hier direkt auf der Couch schlafen gelegt, um nächsten Tag dann einfach nochmal Thumbnail fertig zu machen etc. Und hab dann quasi von der Durchsuchung in der einen Privatanschrift gar nichts mitbekommen. Mhm. Dort wurden dann einfach die Türen geöffnet. Ich weiß nicht, wie sie die geöffnet haben. Wahrscheinlich mit Schlüsseldienst. Also auf jeden Fall wurden die Schlösser ausgewechselt. Krass. Und dann kann ich jetzt von meinem Büro, gleichzeitig wurde dann morgens um 7 auch in meinem Büro die Räume durchsucht und Alter, zwar, da kann ich nur das aussagen, was mir die Mitarbeiter gesagt haben oder der Mitarbeiter, der vor Ort gewesen ist und zwar morgens um 7 hat er halt da schon gearbeitet, war vor Ort gewesen jedenfalls und er hört an der Tür irgendwie so ein Rascheln. Er wundert sich, Digga, was ist denn hier los? Raschelmaschel an der Tür, schon ein bisschen merkwürdig, macht die Tür auf und fragt, was wollt ihr denn hier? Und da sagen die, stürmen die rein, fixieren ihn erstmal, als wäre der größte Schwerverbrecher aller Zeiten. Stell dir und mal vor, sagen, du packst so T-Shirts ein, plötzlich kommt ein komplettes SEK reingestürmt und drückt dich auf den Boden, Digga. Was geht ab, Mann? Durchsuchungsbeschluss, lesen Sie sich den Durchsuchungsbeschluss vor. Wir nehmen jetzt hier die Räume auseinander. Also ich kann wirklich jetzt nur sagen, was er mir gesagt hat. Und wir durchsuchen jetzt hier alles, setzen Sie sich hin, seien Sie ruhig und krass. Wir machen jetzt hier unsere Maßnahmen. Krass. Da habe ich echt mich schon mal ein bisschen erschrocken. Der Mitarbeiter hat sich sehr erschrocken, muss ich an dieser Stelle sagen. Also dazu kommen wir aber dann gleich noch. Junge. Und dann wurden, wie gesagt, diese Räumlichkeiten dort durchsucht mit einer Maßnahme, wo ich sage, okay, man hätte auch einfach ganz normal reinkommen können, sagen können. Ja, ja. Das ist ja das Ding, wenn die durchsuchen, dann durchsuchen die ja wirklich auf dem Level hier, wisst ihr? Die gehen ja dann auf Full End den hier, wisst ihr? Die kommen ja rein. Und dann treten die ja die komplette Tür ein und machen ja alles kaputt und durchsuchen ja alles. Die gehen ja nicht hin und sagen, so, dann packen wir mal den Karton aus, sondern reißen alles auseinander, Digga. Und das muss jetzt alles komplett unordentlich sein, Junge. Pass auf, wir wollen jetzt die Räume durchsuchen, wäre auch alles in Ordnung gewesen. Da muss man nicht halb das Büro stürmen, ne? An dieser Stelle nochmal Grüße an die Polizei raus. Ja. Dann irgendwann später um 8.30 Uhr oder 9 Uhr so im Dreh war es gewesen, kam mein Vater hier im Streaminghaus rein. Ich habe, wie gesagt, gerade noch gepennt. Und sagt so, Philipp, hier ist die Kriminalpolizei. Alter. Will der mich jetzt veräppeln oder was? Ich will auf Tacho gucken. Ja, ja. Früh um 9 mit seinen Späßen, manchmal macht er einen Spaß. Boah, bitte nicht so früh, ne? Und ich guck runter und sehe dann so, ach du Scheiße, da stehen ja wirklich Leute. Was wollen die denn jetzt hier, ne? Und das erstmal zu rechtfertigen, auch vor den anderen Nachbarn zu sagen, so, yo, mir hat da jemand was untergejubelt. Das glaubt ja kein Mensch. Wenn du 3 Häuser von dir durchsucht bekommst, deine anderen Nachbarn denken ja auch, okay, der ist ja Drogendealer, ist ja nur die Bestätigung, die Polizei war ja da, der muss ja Drogendealer sein. Junge, das ist ja... Also doch komplett verplant in der Birne, wie gesagt, auch wenig gepennt ja. Geh runter und ja, Durchsuchungsbefehl, wir haben gerade schon ihre andere Adresse durchsucht. Waren gerade im Büro gewesen, ich lese mir durch, ich sage, ach du Scheiße, was ist denn hier los, bin ich jetzt hier im Kinofilm oder was? Junge. Was wollt ihr denn? Ja, Zu krank. Wir wollen das hier durchsuchen, ich weiß noch nicht mal, ob die irgendwas gesagt haben, den Grund, irgendwie wegen Drogen, also weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, weil ich da auch ein bisschen aufgeregt gewesen bin. Ja, ich war echt, verstehe ich, Mann. Also perplex, weil ich war im Halbschlaf, dann auf einmal stehen da 10 Polizisten bei mir im Flur und wollen irgendwie meine... Beste wäre gewesen, wenn sie noch irgendwie so 2 Gramm Marihuana-Krümel gefunden hätten oder sowas von, nicht mal von Philipp selbst, sondern von irgendeinem Freund oder weiß ich was, keine Ahnung, ob er so Freunde hat. Und dann, ich hab's gewusst, der Mann dealt Drogen. Das wäre es noch gewesen, Alter. Oder eine Stange Kippen oder sowas, so eine Stange Zigaretten. Naja, Zigarettenschmuggel. Autos durchsuchen und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt hier noch ihre Autos durchsuchen und
dann haben die halt meine Autos durchsucht und ich habe gesagt, was ist das jetzt hier, ein schlechter Scherz oder sowas? Was wollt ihr denn von mir? Ja, naja, sie sind Verdächtiger eines Strafverfahrens, bla bla bla. Man muss an dieser Stelle auch sagen, die Polizisten, die dann hier im Endeffekt so bei mir gewesen sind, lustigerweise wussten die noch nicht mal, wo dieses Streaminghaus hier ist. Naja. Die mussten dann erstmal zu meinen Eltern fahren, die wussten aber auch nicht, wo meine Eltern wohnen, haben sich dann hier im Ort durchgeklingelt. Sau angenehm. Entschuldigung, wir suchen Drogendealer Standardskill. Haben Sie diesen Mann gesehen? Hier auf diesem Bild, den suchen wir. Wohnt der hier irgendwo? Der ist nämlich Drogendealer. Wir wollen das Haus suchen, der ist Drogendealer. Erzählen Sie das ruhig irgendwo überall rum, der ist Drogendealer. Und gefragt, wo meine Eltern wohnen. Dann haben sie bei meinen Eltern geklingelt und gefragt, wo ich bin. Also erstmal geile Ermittlungen auch, ja, ne? die dort stattgefunden haben anscheinend. Dann waren sie hier gewesen. Ich habe natürlich gesagt, ja, hier könnt alles durchsuchen und so. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. So, ne? Dann haben sie halt die ganzen Autos kontrolliert und waren auch sehr nett gewesen, sehr höflich gewesen, muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Also hier. Aber hat einer von denen gefragt, warum hast du 8 Monitore zum Drogen abwiegen? Hier bei mir verdächtig. Gab es gar keine Probleme. Man konnte mit denen reden. Ich war natürlich auch dementsprechend, also ich war natürlich an der Auflösung mit interessiert. 7 Monitore, 1 Fernseher, Fresse. Interessiert gewesen, dass hier alles seinen ordentlichen Gang. Ich wollte mich auch nicht querstellen oder sonst was. In erster Linie tut es mir eigentlich nur mir leid für meinen Mitarbeiter, dass er da das Ganze nicht so gut verarbeitet hat. Der eine nimmt es ja so auf, der andere mit Humor, der andere lacht drüber. Der eine halt nimmt das dann schon ein bisschen mit sich. Es ist ein bisschen sehr schade, dass hier andere Leute noch irgendwie mit reingerissen worden sind, obwohl es ja eigentlich nur um mich geht und anscheinend hier eine Person ist, die mich einfach... Das sind die Überwachungskameras für die Drogenräume. ...nicht leiden kann und dementsprechend so eine Aussage bei der Polizei getätigt hat. So ist zumindest gerade mein Empfinden. Mitgenommen wurde, ist unter anderem ein Laptop von der Arbeit, wo leider sehr wichtige Dokumente für den Versand drauf waren. Perfekt, das heißt, die nächsten 3 Wochen gibt es kein Merchandise, weil auf dem Laptop, jetzt kommt's, den Laptop sind nämlich die Drogen gespeichert. Der hat alle Drogen auf dem Laptop gespeichert. 10 plus. Dass wir jetzt sozusagen wirklich der halbe Betrieb damit lahmgelegt ist und ich dann auch erstmal gesagt habe, gut Jungs, bringt jetzt erstmal nichts. Wir brauchen jetzt erstmal den Laptop wieder, um überhaupt weiter zu machen. Ansonsten wurde nichts mitgenommen, es wurden auch keine Drogen gefunden. Die Frage, die ich mir jetzt einfach nur noch stelle, was passiert als nächstes? Ruft jetzt jemand an und sagt, hier findet eine Geiselnahme statt in meinem Haus. Ist auch schon passiert, Alter. Das ist das Ding. Man kann einfach anrufen und sagen, ich habe den Verdacht, dass, zack, plötzlich hast du so Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber, deutsche Bundeswehr, Panzer, komplette 3. Brigade von Polen bei dir im Zimmer, die nehmen alles auseinander, europäische Armee stürmt dein Haus und sagt, mach Badewannenstöpsel auf, da sind Drogen drin. Digga, das ist so insane, Mann. Aufgrund einer Anschuldigung kann man ja auch eine Streife vorbeischicken und sagen, okay, psychologische Einschätzung. Nee, wir müssen hier komplett, wir sprengen das Haus, dann finden wir die Drogen. Und das SEK tritt die Bude ein, ballert mich weg, erschreckt vielleicht noch die Fische und... Na gut, da ist Norman Ritter der richtige Ansprechpartner, wenn die Fische erschreckt werden, da ist vorbei. Ich bin hier gerade am Fortnite zocken und habe gerade wahrscheinlich meine 25er-Bomb und denke... Stellt euch vor, die Polizei macht eure 25er-Bomb kaputt. Junge, was für ein Leben. Mir, Bruder, ich bin der beste Spieler der Welt. Ne? Also deswegen, wo soll das alles noch hinführen? Ich verstehe einfach nicht, wieso da nicht Ermittlungen gemacht werden, die eventuell zeigen, okay, der dealt nicht mit Drogen, der verdient sich sein Geld über seine YouTube-Videos. Was ja auch offensichtlich ist. Also tut mir leid, ich frage mich halt, wo das da irgendwie endet und wie das einfach alles so einfach zustande gekommen ist. Leute, ich meine, die machen auch nur ihren Job so und die müssen natürlich solchen Anschuldigungen nachgehen, aber ob diese Intensität das Richtige ist, ist halt die Frage. Torte, Digga, Dankeschön für den Sub. Ausrufezeichen Prime in den Chat, ihr wisst Bescheid, haltet eure Fresse. Ich bin nicht vorbestraft, ich bin niemals mit BTM in Kontakt gekommen, ich konsumiere keine Betäubungsmittel, ich konsumiere allgemein keine Drogen, kein Alkohol, ich rauche nicht, ich mache gar nichts außer den ganzen Tag zocken, ja? Das stimmt. Das ist Real Talk wirklich so. Philipp war mit Abstand der langweiligste auf der Gamescom. No joke. Vielleicht, ich zock manchmal zu viel. Aber das ist doch kein Grund, direkt eine Hausdurchsuchung zu machen, weil ich ein bisschen zu viel Fortnite spiele. Wenn ihr 1 gegen 1 wollt, kommt Tilted Towers, gar kein Problem. Das Einzige, was ich jetzt Stellt euch vor, dieser Gerichtsprozess, Leute. Philipp hat so eine Playstation da und die Angeklagte dann auch, oder die Anklagende. Und dann müssen die das über ein 1 gegen 1 klären. Der Richter entscheidet dann, ob Philipp ins Gefängnis kommt, wenn er das 1 gegen 1 gewinnt oder nicht. Wir werden gegen diese Person vorgehen. Alle Rechtsmittel, die mir dazu zur Verfügung stehen, werde ich auch nutzen und
muss mal gucken, was bei rauskommt, Leute. Ich werde euch dahingehend auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Ich werde so eine Anschuldigung auch nicht mehr akzeptieren. Ich werde jetzt wirklich, falls jemand sowas macht, halt üble Nachrede, ja, kann man auch zivilrechtlich gegen vorgehen, muss ich anscheinend so machen. Ansonsten wird es wahrscheinlich in die nächste Eskalationsstufe enden. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich finde es einfach. Ja, safe. Muss man sich gegen erwehren. Also würde ich auch nicht mit mir machen lassen. What the fuck? So krass, was hier abgeht. Welches Ausmaß das mittlerweile alles annimmt. Ich hoffe einfach, ich habe mit meinem Anwalt geklärt, das Thema wird irgendwie alles aufgeklärt und ich gehe damit ohne Probleme raus. Aber ich sage euch, Leute, das sind wieder so viele Kopfschmerzen, man macht sich über sehr, sehr viele Sachen Gedanken, was als nächstes folgt, was die Leute sich als nächstes ausdenken. Das Schlimme... Ich habe doch schon von Philipp gekauft. Hierbei ist auch, Leute, das hat immer so einen bitteren Beigeschmack, die Leute... Wären mich jetzt immer irgendwie, ich erinnere gerne auch an den Fall Kachelmann zurück, Leute, der ja da irgendwie was mit einer Frau gehabt haben sollte. Das und das Ding. Da Philipp auch durch die Medien das Ganze gezogen worden ist. Das hat alles immer so einen hinteren Beigeschmack. Philipp hat nichts gemacht, die Medien werden trotzdem sagen, Hausdurchsuchung wegen Drogen. Die Leute, dass der Unschuldige steht da nicht drin, das ist so scheiße, Mann. Die werden wahrscheinlich jetzt immer denken, ich habe irgendwas mit Drogen zu tun, obwohl das nicht mal ansatzweise stimmt. Und keine Ahnung, für mich hat einfach die Polizei, die man supportet, der mich nicht mag, um das Ganze hier irgendwie durchzusetzen, um mir vielleicht einen Denkzettel zu geben oder whatever, ich habe keine Ahnung. Ich werde euch auf jeden Fall mit dem Ganzen auf den Laufenden halten. Ich hoffe, dass das irgendwie nicht schlimmer wird jetzt alles. Ja, safe, Bro. Ja, das war es eigentlich gewesen, Leute. An der Stelle, ja, wir sind jetzt hier auch durch. Großes Mitleid von mir, großes Mitgefühl an der Stelle. Fühle ich komplett, was für ein Abfuck das sein muss. Das ist insane, Alter. Also wirklich, das ist ja krank. Das ist einfach nur krank, was Leute dann teilweise machen, um dir irgendwie das Leben zur Hölle zu machen, Digga. Das ist einfach nur insane, oder? Muss man sich mal reinziehen. Muss man sich wirklich mal reinziehen, was Leute sich teilweise aus dem Arsch ziehen, nur damit sie, weil sie in ihrem eigenen Leben Langeweile empfinden und halt selber nicht zufrieden sind.